Doch erstmal, liebe Zuschauer, geht es zum Frühstück nach Seelze. Da fand nämlich am Freitag ein maritimes Frühstück statt, ein Shantychor, Fischbrötchen, Musik und sogar eine Bekanntheit war dabei. Meine Kollegin Helga Kania war mittendrin. Weit über die Stadt Seelze hinaus ist der Shantychor Lohnde eine Institution mit vielen Anhängern. Bei ihren Auftritten begeistern sie die Zuhörer und die Konzerte sind ausverkauft. So auch das maritime Frühstück, zu dem der Chor in diesem Jahr zum 17. Mal eingeladen hat. Das Besondere ist vielleicht das Musikrepertoire, das wir haben, nämlich Shantys und Seemannslieder, die viele, viele Leute erfreuen und die eigentlich nur bei solchen Veranstaltungen gesungen werden, weil die Radio- und Fernsehanstalten so etwas nicht in ihrem Portfolio haben. Wir werden heute Station machen in Kiel, werden dann einmal über den großen Teich nach Amerika gehen, eine Reise nach Hawaii, in die Karibik, werden dann in Hamburg Station machen. Den 250 Besuchern wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben dem Repertoire des Chores unter der Leitung von Harald Uthmar hatte auch die Formation Just for Fun hohen Unterhaltungswert. Saxo Fresh, vier Musiker der Musikschule Seelze, beeindruckt mit frei interpretierter Filmmusik und Schlagermedleys. Na, das ist schon eine Spaßveranstaltung, das ist schon die Kühe. Also Pflicht ist was anderes. Das ist schon schön, hier mal so ein paar Stunden mit Menschen zu verbringen, die das wirklich hier gerne machen und auch gerne hören. Shantychor war wie gewohnt sehr gut und das Wahlprogramm auch. Das kennen wir schon, aber das war auch gut. Die Zuschauer waren nicht nur wegen der Musik da. Essen und Trinken gehören beim maritimen Frühstück dazu. So hatte es nach der Pause Stargast Evi Lankora schwer, zu den Zuschauern durchzudringen. Shanty-Begeisterte können sich auf den Sommer freuen. Am 1. und 2. Juni werden auf dem Rathausplatz in Seelze 10 Chöre ihre Musik erklingen lassen. H1, Fernsehen aus Hannover, ist dabei.